Part 2. Verdant Wind. Guardian Moon. The Alliance Leader's Ambitions. Claiming the monastery at Garrig Mach as its home base, the Alliance Army joins forces with the Knights of Seiros. Together, they begin to take up arms against the Adrestian Empire. Das war die kurzeste Einführung, die wir bisher hatten. okay. Interessant. Na gut, ihr wisst Bescheid, ja? Hi, willkommen bei Fire Emblem Three Houses Golden Deer Run. Oder Verdant Wind, wie es jetzt heißt. Alle Einheiten haben sich während der vergangenen 5 Jahre weiterentwickelt. Du solltest ihre Charakterklasse und Waffen überprüfen. Ja, bei mir ist alles doch easy. Außer Yuri! Wo ist Yuri? Good work, Hilda. You didn't do much manual labor, but you managed to rope the knights into helping us restore the monastery. Thanks, Claude. But all I did was piggyback on your scheme. I saw your eyes telling me to make some magic happen. We appreciate your assistance with the restoration of the monastery. Wo ist Alois? Oh, please, it was nothing. We're just doing our part as former students. I'm told you even routed the bandits. That job should have fallen to us. I'm sorry for the trouble. Hey, don't think twice about it. We're all allies in the resistance against the Empire, right? The Church is at war with the Empire, but let's be realistic. Wouldn't it be better for the Alliance to eventually submit? The way I see it, the Emperor wants to take over all of Fodlan and destroy the existing order of the world. I can't see her allowing the Alliance to continue to exist. We're in this just as deeply as you are. Actually, we were hoping to use this place as a base. The Empire begs to be meddled with, and we're first in line. Why did you make your base here? Garrig Mach is situated in the center of Fodlan, both geographically and spiritually. We want to secure this location while the Empire is still overlooking it. I see. The Empire doesn't see this place as important at the moment because it's far from the front lines. But if we simply decide that it's ours to occupy, that does nothing to inspire the hearts and minds of the people of Fodlan. Obwohl, ich muss ja eigentlich, wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, hinterfragen. Warum haben die hieraus nicht eine Base gebaut? Warum haben die hier keine Festung etabliert in irgendeiner Form? Und quasi, keine Ahnung, Statue zerstört, alles kaputt gemacht, sodass halt komplett das Symbol der Kirche halt nicht mehr existiert. Ich meine, sie haben sehr convenient einfach leer gelassen für 5 Jahre. Ich meine, wahrscheinlich haben sie, wie gesagt, sich an anderen Fronten, haben sie viel mehr zu tun. Aber man würde meinen, so eine strategisch wichtige Position würde man doch gerne einnehmen wollen, oder? Naja. Luckily, good old Teach has finally returned to us. If the Professor Rhea entrusted with the Sword of the Creator fights at our side, well now, that's a just cause anyone could get behind. Yeah. What's more, here we are, working alongside the legendary Knights of Seiros. It smacks of divine providence, doesn't it? Can you feel it? I have heard what you have to say, Claude. And you, Professor? Where do you stand? Ich will das Kaiserreich bekämpfen! Let's go! On our own, we lack sufficient military strength. But with the help of the Alliance... Ja, natürlich. The Archbishop said if anything should happen to her, that we should entrust the affairs of the Church to you. Habe ich beim letzten Mal auch gesagt. If you intend to fight alongside the Alliance, then I will follow you as well. Nice. Is that acceptable, Claude? Of course. I can't think of anything more reassuring than having both Teach and the Knights on our side. Together, we'll stop the Emperor and her reckless ambitions. Easy peasy. Ja, und jetzt haben wir wie immer einen typischen Monat. Wir können ein bisschen chillen. Ich denke nicht, dass es so viele interessante Dinge gibt. Und hey, Marianne, wir wissen, was wir machen. Let's go. Wir haben Supports, viele Supports wahrscheinlich. I ask for guidance. Ach, was ist los, Marianne? Professor, you're always watching over me, aren't you? Natürlich. I've spent my entire life avoiding people. Speaking to others was so difficult for me. So I made a point to always be alone.
Animals and the goddess were the only ones I could really open up to. Do you remember the time you asked what it was I prayed for? Du meinst Danksagung und Schutzgesuch? Yes, but that wasn't the case. Back then, I felt that my life served no purpose and that I was nothing more than a burden. In truth, I was begging the goddess to take me to her. Ja, und die Implikation in dem Support ist, nicht ohne, also der Support ist definitiv hier einer, der nur nach den 5 Jahren spielen kann, ne? Und die Implikation ist, hier in dem Fall haben wir immer Marianne dabei in Golden Deer. In den anderen Routen müssten wir sie rekrutieren. Wir werden andere bekannte Gesichter sehen, Klassenkameraden hier und dort, ja, von damals, mit denen ich auch ab und zu gesprochen habe. Und es ist auch in manchen Routen so, dass der ein oder andere verschwindet und man ihn nochmal so überzeugen müsste, um ihn zurückzuholen. Marianne hingegen taucht niemals auf, wenn man sie nicht in anderen Routen rekrutiert. Mit der Line könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was eventuell die Story ein bisschen implizieren möchte damit, ne? Bisschen sehr sad. Aber dafür, wenn sie hier ist, sieht sie optisch viel gesünder aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Sie hat nicht mehr diese Augenringe. Ihre Haare sind zwar in der gleichen Frisur quasi, aber ordentlicher. Und auch die Line vorhin, die sie gesprochen hat, zeigt so ein bisschen, dass sie mehr Confidence hat. Sie ist ein bisschen mehr da. Ihr geht's deutlich besser. Deutlich besser. That was my daily prayer. But now I fear the idea of dying and being left alone. Mm-hmm. I have friends who accept me for who I am now, in spite of my crest. And I have you watching over me. I finally learned to accept the kindness and warmth of others. It's because of you, Professor. Because of you, I've decided to live. Nick nur. I'm sorry to have worried you, but I'm all right now. Alles gut, Marianne. Even if I'm separated from you or any of my friends, the memories I've made here will give me the strength to continue on. Blick nach vorne, nicht zurück. Wir sollten der Zukunft gemeinsam entgegensehen. Oh, I'm sure I'll have the strength to move forward if we're together. Und damit haben wir ihren A-Support. Ist doch ein schöner Abschluss für ihrem Arc. Wäre nur schön, wenn Byleth tatsächlich Worte sagen würde in solchen Situationen. Ach Mann. Aber ansonsten, hey, wir hatten einen positiven Einfluss und jetzt hier wieder... Oh, ich habe Geburtstag! Ah ja, da war ja was. Schon wieder. Dankeschön, Claude. Dankeschön. Und jetzt ziehen wir sie mit in einen Krieg. Ich meine, naja... Dem Krieg zu entkommen ist schwer. Und wir haben neue Musik. Du hast die geheime Liste erhalten. Na, nun, da du die geheime Liste besitzt, bekommst du Hinweise zu verlorenen Items. Sprichst du mit deinem Charakter, kannst du die Liste einsehen, indem du den X-Knopf drückst, sobald die Option verfügbar ist. Kannst du während einer Teestunde einmal deiner Intuition folgen. Oh? Okay. Ich hatte keine Ahnung, dass das ein Ding ist. So, wie viele 3 Millionen Supports haben wir? Puh. Yuri ist wieder da! Look at this man. Hinter mir. Moment, ihr seht das Portrait nicht. Da, schaut ihn euch an. Er hat auch lange Haare. Ich mag es, dass so viele Leute einfach lange Haare bekommen. Erst einmal schauen wir mal Klassenwechsel, ja. Yuri. Bist du immer noch Tänzer? Er ist kein... Doch, er ist immer noch Tänzer. Ja gut, das hat sich nicht geändert. Dann ist ja schön. So, so viele Supports überall. Claude und Cyril haben B-Support. Ja gut, ich krieg das doch voll. Warte mal. S-Support? Warum haben wir S-Support? Ne, wir haben noch keinen S-Support, ne? Das ist nur potenziell möglich. Korrekt? Marianne, ich hab dir keinen Ring gegeben. Sie war auch beim Turm dabei. Marianne, ich hab dir keinen Ring gegeben, okay? Oh. So, sie hat noch Supports mit Hilda und Raphael. Ich hoffe, ich habe da auch nichts bisher verpasst. Hilda hat auch mit so vielen Leuten Supports. Jesus. Oh, Hilda und Seteth. Ich wusste doch, die beiden haben auch einen Support. Wir haben auf jeden Fall viel zu tun hier. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz die Examen an. So, ich könnte natürlich hier was Neues machen.
Claude müsste jetzt seine eigene Charakterklasse irgendwo haben. Die wir hier scheinbar nicht sehen, aber die ist irgendwo da. Er hat seine eigene, ja. Lizzie ist so kurz davor, in eine weitere Klasse zu kommen. Ich mag das übrigens in dem Sprite mit dem Hütchen. Schon cute, ne? Ich finde schade, dass es nicht so eine Ansicht mit den Sprites gibt hier in Three Houses. Weil, ich meine, es könnte Three Houses theoretisch damit ein bisschen optisch upgraden, wenn wir die kleinen Sprites sehen würden. Die sind nämlich schon sehr süß und charmant. Schaut euch mal Lizzie in der riesigen Rüstung auch an. Ist so cute. Ich mag die Sprites sehr. Zur Ultima-Stufe reicht's noch nicht. Haben wir irgendwen, der... Ne, Leonie kann eigentlich in die Ultima-Stufe. Theoretisch, ne? Wir könnten sie theoretisch zum Beispiel zu einem Erzritter machen. Leider nicht ganz, weil Axt und Rüstung fehlt dir, ne? Holy Knight will ich ja eigentlich auch gar nicht, eigentlich, ne? Niemand, Schneemann. Wäre Erzritter besser? Nee, ich würde nur Zeug verlieren. Ich denke, Leonie ist fertig. Ich weiß nicht. Einige der Ultima-Stufen sind nicht so cool. Falkenritter und, Vivenlord sind ziemlich cool. Wir könnten mal schauen, ob wir vielleicht Leonie zum Fliegen bringen können, ne? Das könnte ihr helfen. Das würde ihre Verteidigung ohnehin nochmal boosten. Ich meine, sie kämpft zwar mit Lanze, aber dann kann man ja auch, keine Ahnung, eine Axt... ja, sie verliert aber Lanzenspezialist, ne? Heiliger Ritter theoretisch ist ja auch noch ganz nett. Sie verliert ein bisschen was an Stärke. Wie viel würden wir verlieren? Ja, ein bisschen was, seht ihr? Nicht zu viel Stärke, nicht zu viel Verteidigung würden wir verlieren. Und wir könnten Weißmagie verwenden, aber wir verlieren auch Bewegung. Nee, ich denke, Leonie ist durch. Ich denke, die ist fertig. Aber der gute Cyril ist 20. Den können wir reclassen. Oh, Cyril! Cyril! Wir sehen, wir waren Ritter Zeit. Hast Bock? Reiner Kollege, let's go! Der Mann ist so ready. Ja, yeah, schaut ihn euch an. I passed. Und du hängst trotzdem immer noch so. Ich meine, klar, du hängst halt leveltechnisch noch zurück, aber allgemein hängst du auch so hart zurück. Es ist unfassbar. Trainee-Einheiten, ja, die kleinen Rekruten, die man halt frei formen kann. Sie haben halt einfach... Sie sind natürlich spaßig, frei zu formen, wie man will. Aber ich habe das Gefühl, viele von denen performen nicht so gut. Cyril ist sogar noch einer der Besten. Ich meine, Cyril könnte durchaus jetzt langsam nützlich sein durch das Reclassing. Man könnte ihn langsam aufholen lassen. Aber ich meine, klar, ihm fehlen halt Level. Aber ich sehe ihn auch nicht so sehr andere Schüler hier überflügeln. Ich sehe ihn eher mehr so, dass es ungefähr ein Paar ist. Obwohl, vielleicht könnte er unsere Hilda überflügeln. Hilda ist irgendwie ein bisschen schlechter gewesen als gedacht, hä? Schauen wir mal ganz kurz was nach. Krieger wäre ja möglich. Da würdest du dein Outfit aber auch nicht behalten. Was hat das Spiel für dich vorgesehen? Was hat das Spiel für dich vorgesehen, ha? Ich habe keine Ahnung, Hilda. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Vivenlord? Nee, auch nicht. Ich meine, da wollen wir noch hinkommen mit dir. Ab dann solltest du sowieso viel machen. Ah, du brauchst ein bisschen Lanze. Und du brauchst noch mehr Fliegen. Also rein da, Hilda, häng dich rein. Das packen wir. Die anderen werden schon. So, genug da angeschaut. Ich gebe euch mal einen Support. Wie wäre es, wenn wir Cyril und Claude mal zu Ende bringen? Let's go. Sorry, Claude. You can't go past. Hm? Huh? Ah, Cyril, it's you. Is there a problem? It's not the first time I've been to the Holy Tomb. Rhea herself took me there once. Das stimmt. Besides, the inside's been scoured by the Imperial Army. There's nothing left there now. Don't matter. Lady Rhea said nobody could go in, so I can't let you through. I gotta do what Lady Rhea says. You wanna break them rules, then you'll be her enemy. If you're trying to do that, I'll have to fight you. Chill. Fine, I get it. I wouldn't hesitate to make an enemy of Rhea if it came to that. But I'd rather not fight with you. So I'll back off. For now. Why is that? Does it matter? Dunno. With your status, you could smack me to the ground and walk right over me. I guess. But I wouldn't. We're friends. I thought you were the kind of guy who'd smack down just about anybody if you needed to. You really are a stubborn one.
All right, then. Oh, ich bin gespannt. I swore I'd change this world so that those without status are no longer oppressed. Though you were never one of the people I was hoping to save. I never knew that there were people in Elmira in your kind of situation. I realized that my own perspective was too narrow. You helped me realize that. So, I owe you. Did you just say you're all about saving people who are oppressed? Really? I did. Is it so strange to hear that from me? It's just... You reminded me of Lady Rhea there for a second. Lady Rhea always tried to save us folks without any status in the world. Like when she let an outsider like me stay at the monastery. That was real nice. She brought in those kids from Remeyer Village when they lost their parents and... Well, I'm not a religious man. I'm sure Rhea wouldn't want to be lumped in with a guy like me. Lady Rhea didn't do those things because the goddess told her she should. She did it because she wanted to. I can tell you that. I see. In that case, maybe I don't need to make an enemy of her. Thanks, Cyril. I think you've brought me a step closer to my dream. Thanks to you too, Claude. If I was able to help you, then that makes me happy. Hmm. Netter Support? Aber ich wundere mich, warum Claude dauernd so war. Was? Du weißt nicht? Wie? Was? Warum? Er war irgendwie... Ich hatte das Gefühl, da ist ein bisschen was Größeres angedeutet, was wir nicht ganz haben. Oh, Leonie kann mit Lizzie und... Sehe ich das gerade richtig? Warte mal, das sind alle die verfügbaren Supports, die wir haben. Fällt euch gerade mal auf. Warum hat Leonie nur B-Supports mit Frauen? Und dann ist sofort Sense. Irgendwie bei anderen hat sie so viel mehr, aber irgendwie bei allen Frauen ist sofort vorbei. Ha? Ist das Absicht? Es ist halt so witzig, wir haben halt nur drei. Sonst neben ihr, wo sie supporten kann. Und überall ist vorbei. Warte mal, wo ist Flayne? Flayne ist da, aber sie hat keinen Support mit Flayne. Schade. Flayne hat generell nicht so viele Supports. Ach, die Arme. Aber trotzdem witzig. Machen wir Seth und Hilda. Dann ist Seth da auch schon mal weggestrichen. Let's go. Oh, Seth. Good day to you and farewell. Ominöse Musik. Just a moment, Hilda. How are you feeling? Sorry? Oh, fine. I'm doing just fine. I'm glad to hear it. I had heard that you requested a substitute for your cleaning duty due to an illness. Oh. You really do know everything, Seth. Just prior to that, you also asked for someone to take your place with table setting. I believe that was due to a wrist injury. It was not too serious, I hope. Uh-oh. Ah, you heard about that. The wrist is all healed up, thank you. I seem to recall also that you declined to participate in a mock battle. That was due to a headache, yes? I have a very fragile body, you see? It's so kind of everyone to make accommodations. Indeed. It is a great friend who offers to help without complaint. See that you treasure such friends, and that you return the favor. Er hat sie so dran. Of course. Well then, I should really be... By the way... Uh-oh. Uh-oh. Was there something else you wanted? Uh-oh. It so happens I am on my way to the chapel to offer my prayers. Would you care to join me? Oh no, I wouldn't want to intrude. I've already offered up all my prayers for the day. Marvelous. We must always remember to give our thanks to the goddess. It is essential that we offer our prayers to her each day, that we reflect on our deeds and strive to live as she would want us to live. Was ist so fertig? For the goddess sees all that we say and do. Oh, I... Now, if you will excuse me. Of course. Goodbye now. Ooh, this was scary. How is Seth so scary? It feels like he can see right through me. Er hat alles erkannt. His way of saying stop being lazy. I wish he'd just scold me outright. This is precisely why I try to avoid him. Ja, ich meine, das wäre einfacher. Er hat dich viel mehr fertig gemacht. So, gehen wir mal eine Runde erkunden, ja? Gehen wir mal ein bisschen das Kloster erkunden. Oh mein Vater.
Fucking Gott, haben wir 3 Millionen Quests. Ach ja, die ganzen Kampfquests aus Part 1. Erinnert ihr euch dann die? Ja, die sind alle weg. Oh Mann, jetzt weiß ich, warum ich die Schultertaste drücken will. In Engage ist das so. Warum können sie nicht bei der gleichen Steuerungsart bleiben? Alles immer so kompliziert. Nee, 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 nee. Hey Hilda, was geht? I'm pretty headstrong, but Claude could give me a run for my money. Ist das so? He's dragged the knights into this. You ought to be careful, Professor. Na, alles gut. Ich komme schon zurecht. I wonder if you've got a hidden headstrong side. You must be hiding it really well, though. Ja, ja, ja. Was ist deine Quest? Ressourcenbeschaffung. Besorge die benötigten Ressourcen und überbringe sie. Okay. Finde Blumen und gib sie Hilda als Geschenk. Okay. Die Magier von Morphis. Ihr wisst ja auch die Morphis-Samen und so. Morphis ist übrigens ein Ort. Wo wir, glaube ich, selber nie hingehen. Goldener Apfel? Warte mal. Oh, fuck, das war für Scham. Wir brauchen doch gar keine Scham-Erweiterung mit. Na, ist okay. Mehr Morphis-Samen! Ich möchte gerne jetzt 4 Stück pflanzen. Ich hätte ganz gern eigentlich echt bessere. Ah, wo kann ich eigentlich... Bestimmt kann ich irgendwo welche finden, die noch cooler sind als 2 Sterne für mehr Stat-Booster, ne? So, das habe ich schon mal für dich. Quasi, glaube ich. Gewünschte Materialien liefern. Das war eine easy erste Quest. Ach ja, übrigens, Spezialtraining. Ich habe euch gesagt, es ist in Part 2 anders. Ich meine, technisch gesehen sind jetzt unsere Leute auch Experten in gewissen Bereichen, weil wir ihnen was beigebracht haben. Wenn ich jetzt mehr an Axt lernen möchte, kann ich zum Beispiel zu Leuten, denen wir Axt beigebracht haben und die dort eine gewisse Proficiency, glaube ich, haben. Ich weiß nicht, ob es fix ist. Ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn. Dann können wir zu denen gehen und alles cool. Wir haben mich angeschrien. Weißt du das? Schreib mich doch nicht so an. Sei nicht so gemein. So, fange den großen, den mysteriösen Fisch, der im Fischteich aufgetaucht sein soll. Okay. Können wir theoretisch machen. Oh, bisschen angeln auch noch. Hi. Was geht ab? Alles Professor? Gut bei dir, Kollege? Greetings, Professor. Nothing to report. Yeah. Jetzt immer noch hier. It's such a thrill to be able to greet you like this again. I almost died as well in the battle 5 years ago. Oh no. But I won't allow any enemies to get into this place again. I promise you that. Even if the Death Knight shows up, I'll be sure to... Well, for now I'll keep training, so I can eventually feel confident that I can stop him. Naja, du versuchst's, Mann. Oh, ich finde schade, dass sie nie gesagt haben, nachdem er so populär war, man könnte ihn rekrutieren. Das wäre so lustig. Oh, Leute mochten ihn so sehr, er kam in Fire Emblem Heroes als eigene Unit rein. There's unrest everywhere these days. All of my fellow merchants seem to be endangered. Ja, natürlich. I hope things go back to normal soon. People need more to smile about, aside from my great deals. Ja. Was ist deine Quest, ne? Gegen deinen optionalen Kämpfen und Questkämpfen kennen jetzt wertvollere Geheimnisse. Stiehle oder sammle 6 wertvolle Geheimnisse, um eine Belohnung zu halten. Für eine goldene Ikone? Kann ich da bei dir irgendwie special handeln? Ich weiß Sägeteam nicht so ganz genau, was das alles bringt. So, was hast du hier eigentlich für Items? Ah, ja, die typischen Sachen. Ich sehe schon. Nichts Besonderes. Hey, Klappe, Doggo! Wie pillst du so an? Gefallen? Suche nach einem historischen Relikt, das den Händlern zufriedenstellt. Okay. Okay. Das ist, eine ziemlich große Bitte, Mann. Hey, Lawrence. Was geht ab, Mann? Hübsche Hose. Not that I require his approval to do so. There is not much for me to gain by returning to Alliance territory now. But by staying, I will be able to influence the course of events directly on the field of battle. Yeah. Willst du mit dem Anführer der Allianz auskommen? We will not be friends, but I will cooperate with him as much as is necessary to secure victory. Ach, Lawrence. Und ja, er ist halt gut in Lanze und Reiten und deswegen Lanze und Reiten können wir bei ihm lernen. Auch voll gut, ne? Ah, das heißt, ich muss... Hilda ist nicht gut genug im Fliegen. Fuck, deswegen kann sie mir nicht Fliegen beibringen. Wie schrecklich, was denn?
I need a favor. Ein Soldat hat Informationen zum Verbleib einer Gruppe von Deserteuren. Sie sind erfahrene Soldaten. Daher solltest du versuchen, sie davon zu überzeugen, sich dir anzuschließen. Jugend der Allianz. Das sind wahrscheinlich viele Battle-Quests hier, ne? So, ein Soldat hat von Piraten berichtet. Reise zur Region Sreng und besiege die Piraten. Als ob wir nur in der Nebenquest zu Sreng kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir zu einer Hauptquest dahin kommen. Aber wie fies. Hallo? Ja, was geht, Raphael, na? Yeah. And don't worry about my little sis. Right now, she's back home, helping out with the family business. Dann ist sehr gut. I kind of figured I was gonna be stuck going back and taking over for her. But thanks to you and Claude, I get to work on my dream of becoming a proper knight. Yeah. Er ist leider kein richtiger Ritter, aber ich meine, er ist trotzdem gut dabei. Ist es doch fix? Du hast doch gar keine Rüstungsproficiency. Jetzt bin ich am überlegen. Moment. Einheiten, ja? Übrigens, wir haben natürlich Altersupdates. Sieht für 33. Catherine sieht nicht anders aus. Blade sieht auch nicht anders aus, hä? Huh? So, wo haben wir dich, Raphael? Raphael, Raphael, Raphael. Da ist er. Ja, D in Rüstung. Aber Hilda hat ein D doch mindestens in Fliegen und sie kann mir nicht Fliegen beibringen? Ist es wirklich fix? Sind es einfach nur die... Oh, es sind überall dort, wo die blauen Pfeile sind. Kann das sein? Also da, wo sie halt richtig gut sind. Was ihre Stärken sind sowieso. Ah, ich glaube, das ist das, was sie dann einem beibringen können. Mies! Oh, miese Brise. Apropos, wenn ich eh schon mal hier drin bin, wie wäre es mit einem kleinen Support? Raphael und Marianne, let's go. Ist das? Das ist Raphael, ja. Raphael? Ja, habe ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt? Hör doch zu. Yeah, yeah, I get it. But you can't be so picky. You need some meat in your diet. I don't know if you can eat human food, but bug meat might be good for you. That's right. You need to eat plenty of bug meat if you want to get big and strong like me. No more sweets for you. What? He's talking to a bird? Oh, is someone there? Tu nicht so, als ob du das nicht auch gemacht hast. Oh, Marianne! You're right on time. Einfach schweigend anstarren. This little bird was telling me that he misses you. And, oh, it flew off. It appears so. Why do you think birds fly away when there's more than one person around? Birds never seem to stay put, unless I'm alone. Birds are very cautious creatures. They tend to fly away when they're startled. You mean they're afraid of loud noises? Oops, that was probably too loud for the birds. Yeah. Come on, Raphael. Keep it down. How's this? Do you think we'd be able to talk to birds together like this? Vielleicht. I still haven't met a bird that can speak human. I was hoping you could introduce me. Huh? I thought you were just talking to one. I was mostly talking at him, not to him. He just said chirp chirp and stuff like that. I had no idea what he was talking about. I don't think he understood me either. Marianne thinking. You always know which birds understand what you're saying, right? Oh. Next time you find a bird who understands you, I hope you let me know so I can join the conversation. Now what am I supposed to do? Oh boy. Das ist ein interessantes Gespräch. Gott, wir haben noch so viele Supports offen, ne? Privat bin ich immer so der eine Freche, der sagt, ich skipp das einfach. Haben wir hier noch... Ich habe alle Quests angenommen, hä? Alle Quests angenommen. Oh, Leonie ist hier. Vielleicht könnten wir an einem kleinen Turnier teilnehmen. Was geht bei dir, hä? Just for my village that I'm fighting alongside you here, you know. It's also that Captain Gerald asked me, his first and greatest apprentice, to look out for you. Of course, genau. It wouldn't be enough just to keep you alive. It's my duty to make sure you win, too. So do your best, Professor, and count on me to watch your back. Okay. So, Spezialtraining. Reiten und Lanze. Wirklich? Hast du aber nicht theoretisch eine Bogen-Proficiency? Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt, Leonie. Ja, sie hat eine Bogen-Proficiency, aber die ist bei E+, also Bogen. Der Rest ist halt auf A.
Ich habe keine Ahnung, wovon das abhängt an dem Punkt, was man lernen kann bei den Leuten. Schwertkunst-Turnier? So. Übungsschwert? Achso, wir kriegen Silberschwert Plus. Oh. Catherine? Ich meine, ich selber darf nicht dran teilnehmen, also... Sag mal, Catherine, du bist scheinbar meine beste Schwertkämpferin. Du bist viel zu low vom Level. Yuri packt das doch gar nicht, oder? No! Ignaz ist nicht gut in Schwert eigentlich. Der Mann ist aber dodgy und er kann draufhauen. Wisst ihr was? Wir riskieren es. Ignaz! Ignaz! Ich glaube, die Motivation von allen ist sowieso hoch, also können wir ein paar Punkte verschwenden. Nee, der wird gedoubled. No! Trotz Übungsschwert und allem. Ach, mies. Ich meine, er hat die eine erledigt. Diesen Anfang, Kollege. Du hast es versucht. Der doubelt dich jetzt aber nicht. Du müsstest aber optimalerweise critten, sonst haben wir ein Problem. Also du greifst... Nee, Quatsch. Du greifst einmal an, steckst einen Angriff ein und dann greifst du zweimal an, ne? Let's go, das packst du noch. Ignaz! 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 Double! Let's go! Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich, Kollege. Bin stolz auf dich. Ja, hier können wir das eh nicht machen. Die doublen dich nicht, dein Speed ist halt zu stark. Schau ich auch mal die ganzen Skills im Vergleich zu ihm. Oh. Leider bist du... Okay, genau auf sowas habe ich gewartet. Yeah. Yeah! Let's go! Okay, du hast so gut wie keinen Schaden kassiert. Wir sind im Halbfinale. Das packst du, oder? Komm schon, Ignaz! So, du hast eine Chance, dass du crittest. Nope. Okay, aber du hast trotzdem gewonnen. Sehr gut. Deine Stärke reicht leider nicht so gut aus für die Runden. Oh, wir sind tot. Wir sind so tot. Der Schwertmeister killt mich. Ja, war nett, oder? Ja. Ja, du krittest nicht, also vorbei. War ein Versuch wert, I guess. War ein netter Try. War okay. Hätte schlimmer kommen können. Sieh es mal so, ne? So, ich sollte nochmal zu Hilda nehmen. Moment, wir müssen hoch in die Kapelle. Und dann sollte ich nochmal zu Hilda. Und dann haben wir halt... Ach, wir haben so viele Supports. Wo ist eigentlich, Dingens? Ihr wisst schon. Dingens halt, ne? Manuela, für Fliegen. Damit ich ein bisschen fliegen lernen kann. Even with the church in shambles, we can still pray. Ich meine, das stimmt. Surely hear our prayers. But still, I hope the church can return to its former beauty someday. Das kann man bestimmt irgendwie restaurieren. Bei dir könnte ich ein bisschen was an Glauben lernen. Da ich sowieso gerade ein bisschen da was hab. Weißt du was? Das wäre nicht ganz verkehrt, glaube ich. Ja, wir haben wenigstens so was für Ratu gelernt. Oh, ich glaube, so notwendig. So gut war das jetzt auch nicht, ne? Oh, da. Grundsteinfragment. Toll, toll, toll. Da habe ich was Tolles für dich gefunden, Mann. Oh, wie wär's mit noch einem Support eben? Wenn wir schon eh hier dran sind. Claude und, na, vielleicht sollten wir systematischer durchgehen, ne? Lizzie hat... Ach, die hat auch noch so viel. Machen wir Leonie fertig. Wisst ihr was? Wir machen Leonie fertig. I'm about to take out the trash. Got anything you want me to take? Ja. Mich. How about these? Just some old study notes of mine. Wow, that's quite the pile there. You sure it's all fine to throw away? Of course. It's all safely stored in my brain now. If I concentrate, I can access any of it with ease. Okay. Why am I not surprised? I wish I had even half your power of concentration. Okay, here we go. This is pretty heavy. Well, it'll be a good workout. Oh, but you were telling me not to take my training so lightly. Still, can't hurt to get a little exercise in. I'll just take it at a run. See you later. Zoom. What is it, Lysithia? Was there something in that pile of paper you wanted to hang on to after all? Nee. No, that's not it. There's just something I want to say to you.
I'm sorry for saying your way of doing things was inefficient. You've clearly grown plenty strong, doing things as you have. Not to mention, multitasking and training in that way surely presents interesting challenges. Well, sure. But if everyone has their own methods, then your methods aren't wrong either. All you did was share them with me, so there's no need for apologies. Still, it's probably beyond me to imitate your levels of focus and concentration. How do you even manage to throw yourself into only one thing like that? I haven't much choice. I can't waste even a single moment. I can understand that. I'm sort of the same way. I hate feeling like I'm not getting enough work done. Anyway, das kenn ich. You should just do what works for you. You've got something you want to achieve, right? That's why you feel pressured to study so hard. Yes. Then focus on what matters to you. Leave the rest to people who have the time for it. And hey, if you need any heavy lifting done, you know where to go. The way I see it, it's all training. You know, Leonie, you're so kind, so strong. Whoa, what's with the compliments all of a sudden? Das sind wirklich eine Menge. I was just thinking what an incredible partner you'd make. Really, you've got all of the perfect qualities. What? I'm not simply saying that. I say what I mean, and I mean what I say. You're making me blush. What a strange way to compliment someone. Interessantes Kompliment. Und damit ist der Support durch. Ah. Naja. So. Leonie hatte ja jetzt nur noch einen. Die hat auch noch so viele. So viele Supports. Was hast du noch, Raphael? Raffaella? Okay. Raphael wäre jetzt durch mit Lizzie. Komm. Lizzie B, let's go. So heavy. I think I might have borrowed one too many books this time. Ganze drei? Kannst du die tragen? Return them at some point. Ja, das wird nervig. What's going on? Everything okay? Alles okay. Just my luck. Lysithia? Oh, wow. Look at the mess you made. Danke, Raphael. Thank you for the assistance. I can take it from here. Were you planning on carrying this much weight on your own? Don't be ridiculous. Drei Bücher? You should at least ask for help. They're all books I need for my studies, and it's my own responsibility. No need to involve others. I'm happy to help you carry some of them. How about that? That's fair, right? No, really, I have this. I am not incapable, and I'm not a child. As smart as you are, you sure are a silly person. I'm so tough. I'm gonna stand my ground. I don't need help from anyone. And when things don't go my way, I'm gonna act all sad and moody. You are remarkably talented at channeling me. Huh? Oh, no. Sorry. I was imitating my little sister. Her name's Maya. She's way smart, but she can be pretty stubborn. You remind me of her. What I mean to say is that I want to help. So swallow your pride and ask. I'll be carrying the stack of books now. Got a problem with that? Yeah, yeah. You seem obstinately determined to go against my wishes. Yeah, right. Yeah. Is this a good spot to drop them? Hey, what are you doing? They need to be stacked neatly, otherwise they'll topple. This one needs to be rearranged, otherwise the rest won't fit properly. Wow, talk about picky. You're the one who was so insistent on helping. If you're gonna help, do it right or don't bother. Fine, fine. Da hat sie tatsächlich ein bisschen Punkt, ne? Also wenn man helfen will, dann aber halt auch irgendwie vernünftig, ne? Ich mag es auch nicht, wenn jemand hilft und dann sitze ich da und denke mir so... Versteht ihr? Dass wir eine Panikattacke bekommen. So, wir hätten noch Marianne und Hilda. Dann hätten wir Marianne durch. Hilda haben wir noch nicht durch. Oh, wir haben noch so viele Supports übrig. Ah, warte mal, da. Erstmal die Mission abgeben. Cool, cool. Ja, ja, bitteschön, bitteschön. Sehr schön. Oh, ich habe ein bisschen Tee gefunden. Geilo. Yeah. Ich gehe zu dir, Hilda. Ich habe was Wichtiges. Ja, ja, ja. Warte mal. Habe ich nicht das Zeug für dich?
Finde schöne Blumen und gib sie Hilda. Habe ich die Blumen nicht? Muss ich sie... Blumenschmuck. Seht ihr das? Nee, das zählt nicht. Das war nicht gemeint. Blumen zu Ehren derer, die im Krieg gefallen sind. Die Blüten sind farbenfroh, die Blätter scharf wie Klingen. Oh. Darum geht's, ne? Thanks so much. You're a sweetheart. Ich hätte auch einfach nachschauen können, ob das eine sogar richtig war. Ach, naja. Passt schon. Lass mich raten. Hilda Support. Kein Hilda Support aufgebaut. Oha. Oha. Leonie, wie viele hast du noch? Du hast noch zwei, ne? Marianne. Machen wir Hilda und Marianne durch, ja? Machen wir das so. You've been an enormous help. Thanks so much. Was haben die jetzt schon wieder für dich gemacht, ha? Excuse me. I have some more supplies that just arrived for the infirmary. Oh, were there more? I thought I'd gotten them all. I just have bandages and other small things, but there might be more coming. Well, I just got the boys to bring in the heavy bottles. Looks like we can't fit all of it without some rearranging, though. You know, if you'd arrived earlier, you could have helped me tidy up. My apologies. Hat sie ja nichts dafür. I don't really need your apologies. I need your help. Oh, okay. How can I help? How can you help? I said tidy up, didn't I? See the shelves there? See if you can clear out some space and tuck away the bandages. I can try. War ziemlich deutlich. No! Hey, careful, Marianne. There's some strong stuff in those bottles. Strong stuff? No, look. Just leave the bandages for now and move the bottles from the shelf. I can do that. Now the bandages fell. No! So in the end, I did it all by myself. Es ist irgendwie witzig, dass das ein Support ist, wo Hilda mal die Arbeit macht und weil Marianne scheinbar hier zu tollpatschig zum Helfen ist. I'm sorry that I was no help. I just got in your way. It's fine. We'll even it out with pastries. You want me to get you pastries? I guess I can. You seem so thoughtful and composed, but you're surprisingly clumsy. It's such an odd mix. I practically have no choice but to take over for you. You're right. I'm sorry. Ach Mann, ach Mann. Marianne. So, oh, schaut euch das an. Nur noch drei Charakter. Wir haben es fast geschafft. Oh, es gibt so viele Support-Gespräche, ne? Hilda, Leonie, Claude. Ach Mann. Habe ich noch irgendwas hier zu tun? Ich könnte theoretisch angeln. Scheinbar könnte ich auch essen. Ich könnte schauen, wo zum Fick Manuela ist. Ist sie überhaupt hier? Manuela? Irgendwo da? Nee. Interessant, ist Manuela nicht da, weil wir sie nicht in der Truppe hatten? Ist das das Ding? Irgendwie sind nur Leute aus unserer Truppe hier. Das ist halt wirklich wenig. Das sind wirklich wenig Leute, wenn ich so nachschaue. Yep. Yep, 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 yep. Das sind wirklich nur Leute aus unserer Truppe. Ja, da können wir mal schauen. Bisschen essen, dies, das. Motivation scheinbar doch nicht ganz voll. Nicht, dass sie unbedingt ganz voll sein muss, aber... Nein, man kann trotzdem gucken. Lizzie zum Beispiel und, Lauren. Ne, Ignaz. Vielleicht können wir Ignaz auch noch ein bisschen in die Schwertkunst einführen. Eigentlich so unnötig, ne? Ich habe halt niemanden, der die Schwertnische außer mir so richtig ausfüllt. Das ist halt generell recht interessant. Irgendwie, ob man Hilda nicht dazu machen könnte. Ich habe das Gefühl, Hilda hat eine Nische, die zu viel da ist. Irgendwie, sie füllt nicht so perfekt aus. Dann wiederum, Axe ist sowieso gut für sie. Ich habe keine Ahnung, Mann. Irgendein Schwertkämpfer wäre ganz gut. Ich meine, Yuri ist theoretisch einer, aber... Ich meine, er macht es nicht optimal. Es könnte besser sein. Ja, ja, ja. Lane immer noch so small. Immer noch so small.
Warum ist eure Motivation eigentlich so für den Arsch, hä? Erklär mal. Juri, erklär dich. Das ist mies. Warte mal. Rafi und Juri. Okay, komm, ihr beide. Nee, die brauchen auch mal was zu essen. Wisst ihr, was das Ding ist, was mir gerade Sorgen macht? Dass wir noch mehr Supports haben werden jetzt. Fully, warum macht ihr das Sorgen? Supports dauern so lange. Machen wir Leonie und Cyril. So. Dann hätten wir erstmal soweit alle durch. Oder alle. Alle, die ich sowieso groß unterrichten werde hier, ne? Sehr schön. Und wie viele neuen Supports haben wir? Tatsächlich keine. Uhu. Let's go. Machen wir Hilda und Leonie durch. Hey Hilda, you said you wanted to talk? Whoa. What's with all these expensive necklaces? Why do you have them all laid out like that? Nur so. Pretty, right? Ach ja. Choose whichever you like. Huh? Why would you do that? Just choose. I want you to have one. I'm not gonna accept a gift like that without a reason. Even with a reason, I'd probably decline. Look how gorgeous they are, though. Wearing beautiful things gives you energy. Maybe for you. Yes, for me. Why would it be any different for you? Because to me, those are just fancy decorations. Take this one, for example. How did you come by it? This was the first necklace I picked out for myself. It doesn't suit my style nowadays, so I don't often wear it. That's the kind of thing I'm talking about. The sentimental value of each one. These necklaces are nice and all, but I don't have any special feelings or memories about any of them. Yeah. But this charm, it's packed with things I don't want to forget. Captain Gerald's teachings and a lot of memories, too. Alles immer Gerald. Even if to you, it's just a dirty hunk of wood. Hmm, I do understand. But still, you're not going to be very popular with the boys if you keep wearing that dirty old thing. Like I care about that. You can drop the whole stony face to act. Come on, I'm offering to help you here. I could even make a charm for you as a gift if you're really hung up on sentimental value. Make a charm for me? You do that? Sure, why not? I don't want you to be alone your whole life. Besides, this happens to be a talent of mine. It'll be really, really cute, so you'd better wear it. Sure. I can't just accept a gift for nothing, though. I'll make one for you, too, if you'll teach me how. And I'll put plenty of feeling into it, so when we exchange them, it will really mean something. Oh, that sounds lovely. I'll gladly teach you how. But make me something cute, okay? I'll see what I can do. Ja, gut. Ah, so. Wir sind noch nicht mal fast durch. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir haben ja hier eigentlich nichts mehr zu tun. Wie ich mir fast schon dachte. Das heißt, wir beenden die Erkundung. Ich hätte angeln können, aber naja. Wir machen ein bisschen Unterricht zwischendurch und dann machen wir mehr Supports auch dabei. Was haltet ihr davon? Übrigens, wir sind nicht mehr im Klassenraum. Erinnert ihr euch an den Raum? Das war der eine, wo ich meinte, ich werde der Raum auffallen. Und zwar haben wir einen richtigen Council-Tisch. Hier sind auch sehr schön, ich mag das wirklich sehr. Ich glaube, wenn wir zu viele haben, stehen die so ein bisschen außen rum. Nicht alle Stühle sind besetzt. Aber alle Leute, die tatsächlich hier deployed sind oder die wir halt nutzen könnten, sind hier. Ich finde das sehr cool, oder? Ich mag das. So, wen müsste ich mal dringend noch unterrichten? Hilda braucht mehr Flug und mehr Lanze vor allem, ja? Lanze muss auf C sein, Flug muss auf A sein. Ja, Autorität geht da auch noch ein bisschen. Wir brauchen erstmal ein bisschen Lanze. Hilda, dich müssen wir ordentlich unterrichten, ja? Dich muss ich viel unterrichten. Es geht. Ja, die Lanze auf C kriege ich schnell hin. Die Lanze auf C kriegen wir schnell hin. Das kriegen wir diese Woche noch hin. So, bei Leonie ist eigentlich alles relativ unwichtig, weil ich sie wahrscheinlich wirklich nicht mehr reclassen werde. Lawrence in dem Fall vermutlich auch eher weniger. Raphael und, naja, Ignaz. Du könntest halt ein Bogenritter werden. Ich denke, das wäre nicht verkehrt. Wir würden wahrscheinlich ein bisschen was aber einbüßen.
Ja, vermutlich würde ich noch was einbüßen an Zeug, ne? An Range. Zeug. Würde Zeug einbüßen. So, Lizzie und Marianne, ihr seid sowieso viel zu gut dabei. Hört euch das dann. Ja, ich meine, was soll denn nicht aus dir werden können, ne? Aus dir kann alles werden. Alles, was du willst, Lizzie. Alles und noch so viel mehr. Ich meine damit nur Magier, technisch. Nicht wirklich alles. So, du kriegst so ein bisschen Vernunft. Ah, ist heute gar nicht so viel Bock, hä? Kann das sein? Ja gut, ein bisschen geht noch. Okay. Wir haben noch ein paar Punkte. Ich meine, Cyril könnten wir ein bisschen Lanz unterrichten. Der Junge, der braucht auch C für den Wyvern Lord. Das ist wichtig. Das dauert noch so lange, ne? Ja, komm schon. Cyril! Claude, bei dir ist alles sowieso gut, ne? Joa. Bei dir brauchen wir sowieso nichts mehr. Schauen wir mal, was wir bei Bogen S erreichen könnten. Selbst der Bataillon ist super stark. Also, James, da muss ich nicht mal mich um viel sorgen und kümmern. Raphael! Ich habe keine Aktivitätspunkte mehr. Es tut mir leid, Kollege. Ja gut, Training beenden. I got a question. Ja? Ich glaube, dass zwischen Almira und Fodlan kein großer Unterschied besteht. Aber alle anderen denken, Almira sei total anders. Warum? Es sind bloß Vorurteile dem Fremden gegenüber. Beide Länder sind seit langem alte Gegner. Sicher gibt es viele Unterschiede. Ja, es sind Vorurteile natürlich. Cyril, das hat Cyril sehr happy gemacht, scheinbar. So. I'm so sad. Und hier noch mehr Training. Ja, das Setting bleibt halt, ne? Das Setting bleibt halt. Nur sind wir kein Lehrer mehr. Wir sind der Anführer der Kirche. Sind wir wirklich. Oh, habe ich kein Wochenaufgabendings gemacht? Could be useful. Yeah. Ich dachte, da wäre was. Heutiges Ereignis, Tag der heiligen Saros. Ja, okay, komm, wir können ein bisschen singen. Wer will? Hat jemand Bock? Lawrence? Flayne und Raphael. Sing louder. It feels so good, just to let it out. Okay. It's so much fun to sing with others. Ja, gönn dir. Ja, 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 ja. Was habe ich damit erschaffen? Mehr Supports? All die Supports. Damit ist eigentlich auch theoretisch, wenn ich so drüber nachdenke, gar nicht mal mehr so viel übrig, ne? Ich habe wirklich mehr Supports geschaffen. Obwohl, es sind noch so viele übrig, theoretisch. Na gut, Hilda und Claude, komm, mach mal zu Ende. I feel like I'm drowning in responsibilities. Fühl ich. Claude, take my mind off it all. Regale me with another of your weird childhood stories. Weird? Okay, then. How about an old story from a foreign land that my dad told me when I was a kid? Okay, hau raus. Once upon a time, there was a white camel that got separated from his herd. Mhm. Ich will die Geschichte zu Ende hören. I'm so happy for that white camel. I really thought he was gonna die. Was that story really worth bawling your eyes out over? It was wonderful. Don't you know how moving that story is? You know, I never thought much of it until today. But seeing you bawling like that, I do appreciate it a little more now. Ich wünschte, ich hätte die Story gehört. Solche also so kleine Geschichten und Sagen und so innerhalb einer sowieso fiktionalen Welt, innerhalb einer Geschichte, ist nicht nur schön für Worldbuilding, sondern hat ganz gerne mal oder eigentlich meistens irgendeinen metaphorischen Kontext für die aktuellen Geschehnisse in der Story. Aber weil wir das hier wahrscheinlich in einem Support nicht so gut einbinden können, ist das nicht drin? I guess? Keine Ahnung. What's that mean? Well, you're always fake crying, aren't you? Misty-eyed to make people think you're a delicate flower. What? You're awful. I only cry when I'm sad. Claim what you like, but I can spot real tears from fake tears any day of the week. Uh-huh. Fess up. If you understand me so well, maybe it's because you're no different. How's that? When you smile or laugh, it's not sincere. I can tell. I've only seen you genuinely smile a handful of times. Like when you're talking to the professor. Wow, good one, Hilda. You hit me right in the gut. Ouch. I guess you're right. I'm not so different from you in that way. But how did you come to realize that? Have you been watching me that closely?
I'm afraid so. My eyes seem to wander toward you of their own accord. Hold on. Forget I said that. I didn't say that. Nope, no can do. Forgetting isn't something this crafty brain of mine is capable of. So, Hilda, huh? My eyes have a tendency to wander in your direction, too. How else do you think I found out about your fake crying? Huh? What are you getting at? Say, Hilda, once everything's settled down, do you want to come meet my parents? Uh-huh. I mean, don't get the wrong idea. You just seem interested in my family. Besides, you've opened up to me quite a bit. But I still haven't let you in on my own secrets. If you meet my parents, I think you'll understand. Though it might come as a bit of a surprise. Your family? I'd be lying if I said I wasn't curious. Well then, if neither of us changes our minds before the opportunity presents itself, let's agree to go visit my home together. Okay. Although, if it's a long journey, my brother might not be too happy. True. That might be a tough nut to crack. As tough as Fodlan's locket. Yay! Nah, support! Let's go! Haben die sich hier multipliziert? Okay. Nächste Woche geht's weiter. Jede Woche ein Support und dann sind wir fertig und haben noch mehr Supports. Theoretisch können wir übrigens kämpfen, vor allem für die Nebenquests. Aber wir haben gar keine Paralox gerade. Es sollten noch Paralox hinzukommen? Bin mir ziemlich sicher, da kommt noch einer. Mindestens. Ja, nee, zwei. Es kommt, never mind. Zwei Paralox kommen noch, ne? Ja. Übrigens, eine Sache müsste ich mal nachschauen, ja? Passt auf, Klassenwechsel, Claude. Ja doch, er ist als Wyvernmeister in seiner eigenen Klasse, ne? Ja. Yeah. Hat auch Bogenspezialist. Voll gut. Bogenspezialist ist so stark für dich, Mann. Yeah. Warte mal. Die kann Magie einsetzen? Nicht Adliger, da. Wo steht's? Stand das nicht dabei? Nee, stand nicht dabei. Hier stand's dabei, ne? Diese Klasse kann ein wenig Magie einsetzen. Ich dachte, der Wyvernmeister könnte auch Magie einsetzen. Dann hast du es nur so gelernt. Wahrscheinlich hast du es gar nicht zur Verfügung, das zu benutzen. Dann habe ich mich verguckt. Alles gut. Es ist ein bisschen anders als das hier. Seht ihr die gelben Verzierungen da so ein bisschen extra? Der Unterschied ist wirklich kaum. Deswegen habe ich ihn sowieso auf diesen Weg hingeleitet, ja. Weil das heißt, er kann davon gut Gebrauch machen. Okay. Wie sieht mein Schwert eigentlich gerade aus? 16 verbraucht, ja gut. Goldener Apfel. Den können wir erstmal einlagern. Den brauche ich hier nicht. Ich kümmere mich übrigens um Inventory beim nächsten Mal. Wir können mal Ausruhen machen. Damit ist unser Schwert jetzt voll repariert. Und natürlich die Motivation ist voll. Das ist auch ganz nett. So. Ich brauche mal ein Wochenziel, habe ich hier gehört. Vor allem Cyril und Hilda. Die beiden könnten noch einiges hier lernen. Gruppenaufgabe. Yeah. Hilda. Und, Cyril, let's go. Ja, ihr beide müsst noch. Zu Individualtraining? Wem will ich jetzt noch ein bisschen unterrichten? Ich muss dringend Hilda noch ein bisschen boosten. Das ist wichtig. Komm schon. Mies. Cyril! Mehr Lanze! Ich meine, du hast das Level noch nicht mal fast, aber trotzdem mehr Lanze. Der muss auch so viel schaffen für DRC. Ich meine, zwingend notwendig ist es nicht, aber es würde uns das Reclassen halt erleichtern. Die Chance ist höher, ne? Wenn wir schon sowieso Your Lawrence mit voller Motivation haben, wie wär's mit ein bisschen mehr Autorität für dich? Was sagen wir dazu? Vielleicht könnte ich dir da was geben, was dir Speed bringt oder so. Wahrscheinlich eher nicht. So, Yuri. Mehr Schwert? Schwert auf A? Schön. Ja, du bist ein Quick Study, ich weiß. Bogen. Warum habe ich deine geheimen Bogentalente eigentlich noch nicht gefunden? Du bist so gut mit Bögen. Du bist schon bei B und du hast die noch nicht frei. Jetzt hat er mal endlich einen Stern frei. Sehr schön. Wisst ihr was? Der gute alte Raphael, der braucht auch noch einiges an Autoritätsbonus. Komm schon. Ich komme noch auf B. Ich komme nicht auf B. Leute, es hat nicht geklappt. Leonie, bei dir ein bisschen mehr Autorität. Das wird noch so lange dauern auch, ne? I get. Oh.
So, und wir sind hier wieder fertig. Wie viele Supports habe ich mir jetzt schon wieder damit aufgebaut? Alle, ne? Einfach alle. Und wer will mit mir reden? Gruppenaufgabe. Sagt ihr irgendwas Individuelles zusammen oder sind das nur die Lines, die wir sowieso schon kennen? Ja, ja, das Crest of Flames. Es leuchtet. Dankeschön. Let's give it a try. Well, here goes nothing. Ja, die sagen nicht viel zueinander. We didn't do too bad, did we? Nein, 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 habt ihr voll gut gemacht. So. Mehr Upgrades. Schaut euch das alles an. Level 5 Bogen. Level 5 Glauben. Level 5 Lanze. Oh, alle so powerful. Okay, 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 okay. Der Part geht ganz schön lang, ne? Ich glaube, so eine lange Erkundung werden wir aber nicht mehr haben. Also je nachdem, wie viele... Nein, ja, wirklich, da wäre so... Die multiplizieren sich nur noch. Jetzt haben wir doch Hilda hier wieder drin. Okay, Claude und Leonie, let's go. A little closer. Bisschen. Hey, Leonie, what are you up to? Now, come on, what'd you do that for? Erschrecken. Look, you ran my quarry off. Nein, Vogel! You were hunting? Are we that short on food supplies? No, but I like to hunt every now and again. Keep my skills sharp. No such thing as too much food these days, is there? And it'd be a problem if I got rusty. Hmm. I suppose so. Wenn wir es nicht halten können, ne? You're from a family of hunters, right? Well, there's no shortage of prey to hunt around here. True. Not many hunters around the monastery, huh? Rivers full of fish, trees bursting with fruit, mushrooms ready to harvest all over. It's the kind of place where you can really be self-sufficient. Guess we can thank the goddess for that. I don't know. I'm more inclined to thank the bountiful earth than the goddess for such things. The goddess may offer spiritual guidance, but she doesn't fill our bellies, that's for sure. Not a very noble-sounding thing, to disregard the goddess and honor the land. Leonie, whose grace do you suppose humans live by? The goddess? The nobility? I'd say it's neither. It's the endless bounty of this magnificent land that gives us life. Erdrecht, ja. You won't hear me deny it. But who's to say it isn't the goddess whose protection makes nature thrive? I'm not the most devout person, but I'm not about to go around saying we don't need the goddess at all. I said she gives spiritual support, didn't I? I wouldn't go so far as to say she's wholly unnecessary. But in Elmira, Dagda, Bridget, and plenty of other places, they don't believe in the goddess. Nature is a blessing that knows nothing of borders. The goddess is the goddess, and the earth is the earth. They should Schön. Both be revered for what they are. Schön, dass Claude das jetzt mal deutlich gemacht hat. Jetzt haben wir es nämlich sehr, sehr eindeutig. Deswegen, ich verstehe nicht, warum wir nicht in einer dieser Orte waren mit Jared. Und dann rein zufällig kamen wir einmal nach Fodlin und wurden sofort erwischt. Oder wir hätten theoretisch auch bestimmt nach... Hätten wir nicht theoretisch bestimmt irgendwie nach Elmira gehen können? Weil das ist ja irgendwie so der wichtigste Ort nochmal hier neben Fodlin. Aber naja. Look, this is just my personal opinion. If you truly believe that everything depends on the goddess of Seiros, that's your... Hey, it's fine. You don't have to worry about me. I'm a believer, but I know there are those who aren't. And I kind of like your way of thinking. Giving thanks to nature and all. It makes sense. I knew a wild girl like you would be able to get behind an idea wild like girl. That. What? Like I'm feral or something? Hey, you know, this kind of talk could be viewed as heresy if it was public. Yeah, probably. We'll just have to keep it to ourselves. Psst, nicht verraten, okay? Psst. So, haben sich noch mehr Supports irgendwie aufgestellt, von denen ich wissen sollte. So, Cyril und Hilda noch. Hey Cyril, what are you up to? Working? You're in the way, Hilda. Arbeiten? How rude. I'm not in the way. Are you just here to goof off? Oha. No, I'm here to feed the horses, actually. Uh-huh. Where's the fodder, then? I wasn't sure where to find it. Can you help with that? I'll take care of it. I'm cleaning the place anyways. Oh, thanks. It's great to have you on the job. I know you'll handle it perfectly. No! Yeah, well, I don't like it when I feel like I'm not doing my part. You're always so focused on the task at hand. Sometimes I almost forget you're Almiran.
I always thought they were a rough and unreliable sort of people. Though, you're not really like the rest of them. You seem normal for the most part. Rough and unreliable, huh? My family has to fight against Almiren sometimes. Not that my father or brother ever clued me in on what the battles were like. But I do know that armies from Almira will attack without reason and break treaties and tell lies. Everyone says they're a bunch of brutes. Yeah? Huh. Am I boring you? I'm talking about your people. Those aren't my people. I was just born there. Okay. Let's turn the tables. How do the people of Fodlan seem to you, from an Almiran perspective? That Gute Frage. Look on your face. Are you okay? I can't tell you what I think of folks from Fodlan. I don't really got an impression of them altogether. What's that supposed to mean? There's all sorts of different people everywhere. You can't say everybody of one place is any one thing. It's das no stimmt. Different when you're talking about Fodlan or Almira or any place else. And wherever you go, you see people in power keep the weak ones down. Das ist das Ende des Gesprächs. Okay. Das scheint eine interessante Supportreihe zu sein, ne? Potenziell. So, wie wär's, wenn wir hier ein Seminar machen? Hilda müsste auf jeden Fall rein. Hilda, nein, ich meine Autorität ist auch nice. Ich brauche Lanze. Hilda, Lanzenseminar! Hilda! Ah ja, übrigens, Seminare werden jetzt auch von unserem Pieps hier ausgetragen. Ich finde das ganz cool. Ach ja, Marianne hat ein bisschen Schwertproficiency. Hilda gibt Lanzenunterricht. Willst du mich verarschen? Hilda, du solltest Lanzenunterricht nehmen. Ja, Seteth ist perfekt. Let's fucking go. Das brauchst du. Du brauchst Autorität und Lanze. Ich meine, dann müssen wir noch ein bisschen auf Flug boosten. Du bist ja eh schon fast Level 30 und dann bist du bereit. Du bist jetzt auf C. Sehr schön. Okay, jetzt bei dir noch Autorität und Fliegen. Hauptsache erstmal fliegen und dann haben wir es. Ja, ich bestimme selbst. Ich bestimme immer selber. Okay, Individualtraining. Wo haben wir dich? Hilda! Da. So. Mehr fliegen. Das muss ja nur noch auf A. Ist ja gar nichts mehr, ne? Warum dachte ich, ja, okay, ich habe Hilda unterrichtet. Der Rest ist egal. Der Rest ist nicht wichtig. Was wollen wir auch mit dem Rest, ne? Ist ja egal. Na, so. Gott, der hat zu wenig Autorität. Der hat jetzt auch nur C+. Du brauchst sehr viel mehr, Lawrence. Raphael, wir gehen einfach von oben durch. Raphael, bis bald B! Let's go! Mann, der Junge, er wächst so schön. Yeah, er wächst so gut. Ich meine, ich kann ein bisschen mehr Horsey machen. Ich weiß nicht, mache ich dich zum Bauneid? Ich bin immer noch so unentschlossen. So, du könntest eigentlich auch was an Autorität gebrauchen. Lizzie, bisschen mehr Autorität. Für bessere Bataillone, für mehr Magic Boost. Und ich habe keine Punkte mehr. Das ist okay. Das ist okay. Das ist, ich wollte die anderen ja nicht weiter unterrichten oder so. Nee, 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 nee. Und noch ein Support. Wie viele Supports habe ich jetzt noch freigeschaltet, ha? Ich meine, in dieser Woche kam niemand auf mich zu. Wahrscheinlich habe ich selber keine weiteren gemacht. Ihr habt das wunderbar gemacht. Ich bin stolz. Well worth the effort. Immerhin ein Upgrade. Ja, jetzt wird es lange dauern. Die werden jetzt irgendwann noch maxed out. Aber ihr seht, das braucht so viele Punkte. Ob wir das doch zum Ende des Playthroughs überall schaffen, ist jetzt die Frage. Also, ob die überhaupt alle noch S bekommen. Und ja, ich meine, wir haben noch einiges vor uns, aber auch nicht so viel mehr. Ich glaube, wir haben gutes... Wir haben echt viel vom Spiel eigentlich durch. Schauen wir mal. Erst einmal... Keine neuen Supports, ne? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Das waren viele Supports. So, bestimmt ist das wieder ein kleines Schwester-Großer-Bruder-Ding, ne? On such a fine day as this, it would certainly be nice to go for a stroll with someone. I wonder if anyone is around. Na, Rafi kommt gleich. Oh my, such awful noises. Who, or rather, what is making those sounds? Keine Ahnung. Raphael? Vielleicht? Oh, hello, Flame.
Erschreck sie doch nicht so, Mann. Die ist umgefallen. No way. My apologies. I feel a bit better now. Oh, immerhin. You scared me. You nearly knocked me over with that scream. Well, you startled me. Appearing out of nowhere and making such sounds. What is it you are doing here anyway? I'm just out here using logs to train. Wow. Are you really capable of lifting something so massive, Raphael? Of course. Wanna see? Willst du mal sehen? Oh, Mann. See? Told you I could do it. True. That was magnificent. Do you suppose I could give it a try as well? Hmm. It might be a bit too much for your tiny arms. Tiny or no, I want to be stronger. Do you have any tips for someone both willing and eager to grow? It's probably best to start by practicing your battle cry. If you let out a good shout, you'll feel even more powerful. Yeah! You are a font of knowledge. Can you apply your wisdom and show me by example? No problem. Just follow my lead. Yeah! Hurrah! Yeah! How did I fare? Do I look stronger now? It's working! I knew this would help! Ja, das hat definitiv funktioniert. Und Leute! Damit sind wir tatsächlich fertig für diesen Erkundungsmonat, ja. Beim nächsten Mal geht es weiter schon mit dem nächsten Chapter direkt. Wir haben große Dinge vor. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, es hat euch soweit auch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Soweit, wir sind soweit schon in Part 2. Wir haben gerade erst angefangen. Aber es ist... Ich will euch nicht das letzte Chapter sagen, ja. Aber... So, wenn ich das hier so sehe, auch vor Kapitelanzahl. Ich freue mich drauf. Haut rein. Bis dahin. Tschüss, tschüss.